Hallo. Der Held von Damaskus. Tretet ein, verweilt und berichtet mir von euren Abenteuern. Ich fürchte, dazu fehlt mir die Zeit. Ah ja. Seid ihr nun zu wichtig für mich? Das ist es nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Wie kann ich euch dienen? Al-Mualem befahl mir, das Leben eines gewissen Jubair zu beenden. Ah, Salah al-Dins führender Gelehrter. Eine wunderliche Wahl, wenn ihr mich fragt. Aber wer bin ich, um des Meisters Willen anzuzweifeln? Er wird seine Gründe haben. Dann kennt ihr also den Mann? Er war jüngst sehr beschäftigt. Er organisiert die Gelehrten und schickt sie raus, um zu predigen. Und was predigen sie? Licht und Feuer, Läuterung der Sünde, apokalyptischer Unfug, wenn ihr mich fragt. All das Geschwätz von Wegen und einer neuen Welt. Was für eine neue Welt? Weiß nicht. Ich achte nicht auf das Gewäsch von Geisteskranken. Dafür habe ich viel zu viel zu tun. Nun gut. Ich mische mich unters Volk und sehe, was ich in Erfahrung bringen kann. Wo schlagt ihr vor, soll ich suchen? Südlich von hier ist eine Akademie und ein Wachturm. Dort solltet ihr fündig werden. Zudem gibt es ein Hospital im Osten, das ihr besuchen solltet. Ich beginne sofort. So voller Tatendrang. Ihr habt euch verändert. Zum Besseren möchte ich hinzufügen. So, die Fehler bekommen wir ja erst immer. Ja. Also, südlich von hier. Ja, sieht man. Aua. Aua! Einnehmen ist er nicht mehr zu stoppen. Er wird dann gegen Jerusalem ziehen. Ich bitte euch nur eine Kleinigkeit. Bitte. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Und es ist unsere Pflicht, die Bischofsfamilie zu verteidigen. Warum? Die Kreuzfahrer mit. Warum wohl? Verflucht ihn! Verflucht ihn mit ihren Lala! Du mich auch! Vollidiot! Okay. Ist da aufgetaucht? Informationshaus zum Dach hin. Oh ne, das will ich nicht machen. Das hört sich schon scheiße an. Ja, oder? Warte. Das da. Ich glaube, es lohnt sich irgendwie gar nicht. Das sind irgendwie Ausgangspunkte, die sich irgendwie gar nicht so lohnen. Ne? Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Hoppala. Wartet, ich mache euch bitte her. Habt ihr Geld für mich? Wer ist denn hier? Was wollt ihr? Die nachgeladen werden. Alter, die laden werden. Wir lassen wachen. Gar nicht, nicht dumm. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Danke, danke für deine Unterstützung. Ich lasse euch leben. Wollt ihr etwas? Drogen. Diese. Guck mal, der hat mich geschubst, der Pisser. Ja, ja. Mit seinem Lachen. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Oh. Und ich werde euch den Weg zeigen. Was ist denn eine Wache? Hallo. Nur weil unsere Väter und Vätersväter in der Dunkelheit darbten, müssen wir es ihnen nicht gleich tun. Dies ist ein Neubeginn. Lasst euch von Jubair führen. Noch lebt ihr eine Lüge.
umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen. Mach doch. Jo, als ob die mich hier noch sehen, okay. Oh, das kann da, weißt du? So, guck mal. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, Faustkampf. Perfekt. Das ist nicht perfekt. Ich lasse die Informationsherausforderung. Fragen. Von Jubail zur Erlösung führen. Lasset euch von ihm ins Licht führen. Jubail sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Er erkennt, dass eure Herzen und Seelen vergiftet sind. Er wird euch heilen. Verbannt alle Schriften aus euren Heimen und Schulen. Übergebt sie uns. Sie müssen vernichtet werden. Ah ja. Alter! Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Bitte. Nein, geht nicht. Nur ein paar Münzen für meine Kinder. Bitte. Ich brauche Nahrung. Verpiss dich doch mal. Zieh dich aus und lass das. Meine Güte. Alter, geh nicht auf. Ach, hier sind die Ballwachen. Ich wollte es gerade machen. Ich war kurz davor. Oh Mann, das ist ja. Es sind so viele Wachen. Oder seht, was ihr davon habt. Gott, was ist das für eine Stimme? Meine Güte. Ist das jetzt schwer?
Was wollt ihr denn? Ehrlich! Geht mir aus den Augen! Lasst mich in Ruhe! Alter, warum müssen wir immer wachen? Ich kann das doch nicht machen. Oh Mann! Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Ich werde euch lehren. Boah, ich hab die Frau geschlagen. Geht doch mal. Gewalt ist keine Antwort, mein Sohn. Damit stimmen wir überein. Also sprecht und ich mag meine Klinge zurückhalten. Was hat euer Meister im Sinn? Warum vernichtet er all dieses Wissen? Wir legen die Grundsteine für einen Weg, den bald alle einschlagen werden. Er führt in ein besseres Morgen. Das sehe ich anders. Dann seid ihr blind. Worte auf diesen Pergamenten? Sie sind Gift. Shubair kennt die Heilung. Er befreit uns von diesen Lügen. Ihr redet Unfug. Ihr habt den Verstand verloren. Nein, nicht verloren. Gefunden. Ich sehe die Welt, wie sie wirklich ist. Er hat mir so viel gezeigt. Ich bin erleuchtet. Ihr seid fanatisch, mehr nicht. Und gefährlich noch dazu. Tut, was ihr tun müsst. Es ändert nichts. Wir kennen keine Furcht. Solltet ihr aber. Da. Mal diese. Alter, nur wegen dir, wa? Nur weil der Arschloch hier einfach rumstechert, weißt du? Oh. Wir werden sie kaufen. So, wo kommen wir jetzt als nächstes hin? Alter, wir sind hier vollkommen anders. Ja, das da, ne? Oder? Ja, das. So, dann gucken wir mal da. Ja, am besten sehen wir uns bei der nächsten Herausforderung. Das dauert mir zu lange. Es ist genau wie ihr gesagt hattet. Ich schätze, er wird sich selbst darum kümmern wollen. Und das schnell. Am besten sagen wir den anderen nichts. Eine sehr weise Entscheidung. Offen gestanden, ich bin froh, wenn all dies vorüber ist. Bald, mein Freund. Bald. Heute werden die Letzten dem Feuer übergeben. Junge, komm her! Hast du den Brief noch, den ich dir gab? Ja. Dann geh und überbringe ihn. Du findest den Empfänger in der Madrasa. Gegen den Willen Gottes. Und dafür müssen sie zahlen. Wo immer sie reiten. Das wird schwer. Gerade weil hier so viele Schubser sind. Ein Kreuzzug für was? Ich kann es auf jeden Fall gar keinen Fall machen. Geht und verlässt dich dann den anderen. Sollte Richard Stadt vereinnehmen, ist er nicht.
Alter. Zack. Oh, das ist ja... Hä? Tolle Wache. Scheiß drauf. Hey, scheiß doch drauf. So, dann habe ich mir überlegt, belauschen. Nein, nicht. Genau. Belauschen ist das Einfachste, finde ich. Das mache ich auch noch zum Schluss. Aber reinkommen, wahrscheinlich wird es schwer. Ist es? Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nicht. Alter, was? Bitte, eine kleine Spende. Eine kleine. Ich bin arm und krank. Ich bin arm und krank. Nein! Wieso? Habe ich jetzt vergessen, ja. Genau, wähle mal das Schwert aus. Vollidiot. Scheiße, Alter. Von wegen, es wird einfach scheiße. Boah, Alter, das kotzt mich aber auch an, wa? Warum darf ich da nicht schreien? Das ist irgendwie unerklärlich, keine Ahnung warum. Das kapiere ich nicht. Manchmal darf ich da nicht schreien, manchmal darf ich da nicht gesehen werden. Ich verstehe es nicht. Warum? Warum da nicht? Warum da? Ich verstehe es kaum. Ist mir ein Rätsel. Ab hier. Davon möchte ich nicht sehen, okay. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine Bitte. Für mich, ich habe solchen Hunger. Ich sehe es schon, wo man blauschen muss. Eine kleine Spende. Und Hunger. Nein, geht nicht. Alter, verpiss dich. Bitte. Schlampe, Alter. Das ist jetzt Bank. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank. Und eine kleine Spende. So. Wie ging das? Ah, ja. Ich möchte ihn sehen. Ich möchte ihn hören. Das kann ich veranlassen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt immer noch viele, die sich der Erleuchtung verweigern. Sie könnten ihm schaden. Dann sind sie ignorant und ängstlich. Ihr scheint es ernst zu meinen. Aber kann ich euch wirklich trauen? Es schmerzt mich, dass ihr mir diese Frage stellt. Nun gut. Wir versammeln uns jeden Tag in der Madrasa. Er spricht zu uns und führt uns in die Stadt, auf das wir sie reinigen. Kann ich mich anschließen? Bedenkt, dass wir einen steinigen Weg beschreiten. Unsere Arbeit erfordert Opfer. Ich verstehe. Dann kommt und trefft euch mit uns. Wir werden sehen, wie stark ihr seid. So, dann haben wir das auch. Zurück zum Büro, würde ich sagen. Alter, kommt die Olle direkt, weißt du? Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Meine Familie ist groß und ich will sterben. Bitte, geht. Meine Familie ist groß. Verpiss dich doch mal, ey. Die kotzen mich so an, diese Charakter. Nein, bitte nur eine.
Ich bitte euch, nur eine, bitte nur eine. Schubster. Schubster. Kann ich jetzt nochmal gehen?